Herzlich willkommen zurück auf der Mainstage des University Future Festivals 2023. Schön, dass Sie alle da sind digital, schön, dass Sie hier sind im Saal. Ja, wenn ich jetzt sage alle, bekommt das vielleicht jetzt mit der nächsten Keynote nochmal eine etwas andere Bedeutung. Die zunehmende Digitalisierung, die bietet ja für Menschen mit Behinderung jede Menge Chancen, aber gleichzeitig auch das Risiko digitaler Barrieren. Und wir freuen uns sehr, dass Raul Krauthäusen heute da ist und Zeit hat. Er ist Experte auf dem Gebiet und kann auch aus eigener Erfahrung darüber sprechen. Er wird uns heute berichten, wie Inklusion im Digitalen funktioniert oder wie es auch vielleicht nicht funktioniert. Und er sagt, es gibt keinen guten Grund, Lerninhalte nicht zugänglich zu machen. Vorgebrachte Gründe sind keine Gründe, sondern Ausreden. So habe ich es mir zumindest sagen lassen. Raul steht nach der Keynote natürlich hier auch noch für Ihre Fragen zur Verfügung, die Sie gerne im Chat hier stellen können. Und wir freuen uns sehr, dass er die Zeit hat, heute mit uns über die Inklusion im Digitalen zu sprechen. Herzlich willkommen, Raul Krauthäusen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, immer eine große Frage, wenn man so Zoom-Konferenzen macht, weiß man nicht so genau, wie viele Leute jetzt hier gerade zuschauen. Aber ich dachte, ich fange jetzt einfach an und stelle mich kurz vor. Mein Name ist Raul Krauthäusen. Ich bin Gründer der gemeinnützigen Organisation Sozialheldinnen. Wir sind eine Art Think Tank für Innovation, wenn es um die Fragen Inklusion, Barrierefreiheit, selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen geht. Unsere Organisation gibt es jetzt seit fast 20 Jahren und wir haben ca. 30 MitarbeiterInnen. Und eines unserer vielleicht bekanntesten Projekte ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der BürgerInnen und Bürger ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie zugänglich sind oder nicht. Weil es bis zu dem Zeitpunkt diese Informationen für Menschen, beispielsweise die im Rollstuhl sitzen, gar nicht gab. Zu wissen, ist denn das Café nebenan oder die Bar und so weiter am Rollstuhlgerecht. Und das Ganze bedeutet natürlich nicht nur Rollstuhlgerechtigkeit im Sinne von Treppen und Stufen oder Aufzügen, sondern es gibt zum Beispiel auch, ob ein Aufzug überhaupt funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von A nach B möchte und der Aufzug der U-Bahn und der S-Bahn-Station gerade außer Betrieb ist, dann ist es natürlich auch für viele Menschen, die auf einen Aufzug angewiesen sind, eine kritische Information. Und nur diese beiden Beispiele, wenn es jetzt um Mobilität geht, haben uns dazu veranlasst, nicht nur eigene Plattformen zu betreiben, wo wir sagen, wir möchten, dass die BürgerInnen die Daten selber eintragen, was zum Beispiel bei Aufzügen gar nicht so einfach ist, weil die BürgerInnen würden eher sagen, wenn ein Aufzug gerade nicht funktioniert, aber sie würden natürlich nicht sagen, dass der Aufzug gerade funktioniert. Das heißt, diese Information mussten wir irgendwie auch anders sammeln und bekommen. Und genau da wird es nämlich spannend, wenn wir über Datenstandards reden. Wir haben nämlich dann angefangen mit unserer Online-Plattform wheelmap.org und eben auch unserem Aufzugsprojekt brokenlifts.org haben wir angefangen, Datenstandards zu entwickeln. Und gemeinsam mit den großen öffentlichen Personennahverkehrsanbietern und auch Kartenanbietern, zum Beispiel Google Maps oder Here Maps, zusammenzuarbeiten und zu überlegen, wie könnte eigentlich ein Standard aussehen, wo wir die Informationen miteinander teilen. Und das ist auch die große Vision der Wheelmap, dass wir nicht erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, die Wheelmap kennen müssen oder eben Broken Lifts, sondern wir erwarten, dass Bürgerinnen und Bürger bei Google Maps, wenn sie von A nach B wollen oder bei Apple Maps oder Here Maps, herausfinden können, ob der Aufzug von A nach B gerade funktioniert oder nicht oder eben ob das Café, das Lieblingscafé, die Universität barrierefrei ist und wo eben der Eingang vielleicht auch ist, der eben ehrlich zugänglich ist. Und das Ganze ist technologisch gesehen gar nicht so, es ist keine Raketenwissenschaft, weil gerade die großen Kartenanbieter beispielsweise ja auch schon viel Erfahrung mit Standards haben und auch es für sie eigentlich nur ein weiteres Datenbankfeld ist, das sie erweitern müssten, um die Informationen zu hinterlegen. Viel kritischer ist die Frage, wie kommt man an Informationen ran? Und da ist sicherlich Crowdsourcing eine gute Idee, um BürgerInnen zu beteiligen oder eben auch teilweise Selbstauskünfte, die dann wiederum von den BürgerInnen
mit Crowdsourcing bestätigt oder nicht bestätigt werden können. Und das Ganze ist deswegen so spannend, weil wir gemerkt haben, dass mit der Digitalisierung natürlich auch ganz viele neue Möglichkeiten entstehen für Menschen mit Behinderung, um auch an der Gesellschaft, am Leben teilhaben zu können und auch teilgeben zu können. Weil was viele von uns nicht wissen, wenn wir, keine Ahnung, die Alexa benutzen im Wohnzimmer oder das E-Book auf dem Nachttisch oder die elektrische Zahnbürste im Bad, dass all diese Technologien ursprünglich mal für behinderte Menschen entwickelt wurden. Und erst als sie im Mainstream ankamen, also bei Mediamarkt kaufbar, sage ich jetzt mal, erst als sie im Mainstream ankamen, wurden die Produkte gut und groß. Und gab es auch einen Wettbewerb, der dann auch dazu geführt hat, dass die Dinge auch nutzbar wurden. Und das ist letztendlich auch etwas, was wir sehr häufig vergessen, wenn wir über Inklusion und Barrierefreiheit sprechen, dass in der Thematik Inklusion und behinderte Menschen auch eine unglaubliche Innovationskraft steckt. Ganz viele Technologien, wie ich ja bereits gesagt habe, basieren darauf, dass sie für behinderte Menschen ursprünglich mal entwickelt wurden. Und wir können das theoretisch weiterdenken. Wenn wir über Elektroladesäulen sprechen, warum sind die bis heute nicht barrierefrei? Für Menschen im Rollstuhl, aber eben auch für blinde Menschen. Warum für blinde Menschen? Naja, weil in Zukunft wird es autonomes Fahren geben, die natürlich dann auch blinden Menschen es ermöglichen werden, ein Auto zu besitzen und sich fahren zu lassen. Und dann natürlich auch die Notwendigkeit entsteht, das Auto selber laden zu können. Wenn man dann die Ladesäule bedienen möchte, muss diese eben barrierefrei sein. Das Ganze klingt ja so ein bisschen nach Utopie und Zukunftsvision, aber wir erinnern uns auch einfach nur mal ganz kurz, wie schnell OpenAI und ChatGPT uns hier überrollt hat und großartige neue Möglichkeiten uns auch ermöglicht hat. Und Ähnliches kann und wird passieren mit der zunehmenden Automatisierung der Mobilität. Und da ist es wichtig, behinderte Menschen als sogenannte extreme NutzerInnengruppe von Anfang an mitzudenken. Bis heute gibt es keine Lösungen beispielsweise, wie man verkehrssicher Rollstühle in einem autonom fahrenden Bus eigentlich installieren soll, beziehungsweise die Rampen ausfahren lassen soll, wenn keine Busfahrerin oder Busfahrer mehr im Fahrzeug sitzt. Und ich habe schon einige dieser Fahrzeuge testen dürfen und war auch in vielen Prototypen und Studien dabei. Und da zerbrechen sich wirklich viele Menschen den Kopf. Aber es gibt bis heute noch keine von Anfang an mitgeplante Lösung. Und man versucht dann immer erst im Nachhinein die Barrierefreiheit irgendwo noch nachträglich einzubauen. Und dann funktionieren die Dinge oft nicht so gut, als wenn man behinderte Menschen von Anfang an mit einbezogen hätte. Und einbezogen bedeutet nicht, behinderte Menschen einfach zu fragen, findest du das gut oder findest du das nicht gut, sondern behinderte Menschen auch von Anfang an zu fragen, was benötigt ihr? Was würde euch im Alltag, wie ihr lebt, das Leben erleichtern? Habt ihr selber Ideen, wie so etwas aussehen könnte? Und sie dann aber eben auch ernst zu nehmen. Ich selber bin ja jetzt seit fast 20 Jahren an diesem Thema Innovation und Inklusion dran. Und das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich bin ja bestimmt jede Woche 5 bis 7 Mal damit konfrontiert, dass mir irgendeine Studierendengruppe einen treppensteigenden Rollstuhl zeigt oder einen Handschuh, der die Gebärdensprache in Lautsprache übersetzt oder ein Avatar, der Gebärdensprache machen kann oder eben automatische Untertitel. Und mir fällt dabei immer wieder auf, wie selten behinderte Menschen bei der Entwicklung dieser Technologien beteiligt wurden. Um mal nur diese 3 Beispiele zu nennen, warum das problematisch ist. Ein treppensteigender Rollstuhl, die 3, die ich getestet habe, die sind alle komplett am Bockmist. Sie fahren rückwärts die Treppe hoch, sind unfassbar langsam. Man hat mehr Angst, als dass man sich freut, dass man die Treppe hochkommt. Und sie sind unglaublich klobig und hässlich. Und vor allem würde die Krankenkasse diese nie bezahlen, weil sie kosten einfach das 5-fache von einem elektrischen Rollstuhl. Und was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass diese Digitalisierung am Ende dazu führen kann und auch diese Innovationen am Ende dazu führen können, dass
wir Behinderung zu einem individuellen Problem machen. Also dass wir sagen, ach so, du willst da hochkommen, die Treppe, ja, warum machst du denn keinen Treppensteigen in den Rollstuhl? Und da entsteht dann sehr schnell eine sogenannte Zweiklassenmedizin, weil dann quasi nur bestimmte Menschen sich einen Treppensteigen in den Rollstuhl werden leisten können und die Mehrheit der behinderten Menschen, die sowieso schon eher an der Armutsgrenze leben, wird dazu gar nicht kommen. Was die Behindertenbewegung also fordert, sind nicht treppensteigende Rollstühle, sondern Aufzüge. Und zwar funktionierende Aufzüge, die in kurzer Zeit auch gewartet und repariert werden können. Und nicht so wie in Berlin, man wochenlang warten muss, bis am Berliner Hauptbahnhof ein Aufzug wieder funktioniert. Beim Thema Gebärdensprachhandschuh, gibt es auch viele Innovationen weltweit, wo dann irgendwelche Ingenieurinnen, IT-begeisterte Studierende dann eben glauben, sie können mit einem VR-Handschuh die Gebärdensprache simulieren und übersetzen. Das ist in der Theorie vielleicht nett, aber in der Praxis wird total verkannt, dass Gebärdensprache nicht eins zu eins übersetzbar ist, Wort für Wort in Lautsprache. Und außerdem gehört zur Gebärdensprache auch die Mimik und die Gestik. Und die kann eine Handschuh natürlich nicht erkennen und erfassen. Und das könnte man wissen, wenn man an sowas arbeitet, wenn man von Anfang an mit gehörlosen Menschen die Gebärdensprache benutzen, gefragt und interviewt hätte. Und wenn wir weiterdenken, in Österreich gibt es Automaten, Fahrkartenautomaten von den österreichischen Bahnen, wo ein Avatar in Gebärdensprache zeigt, wie dieser Automat funktioniert und wie man welches Ticket kaufen kann. Auch eine nette Idee. Allerdings beschweren sich hier viele gehörlose Menschen, dass diese Avatare sehr schnell aussehen wie Playmobil-Figuren. So ähnlich wie bei Metaverse von Mark Zuckerberg, wo sich gehörlose Menschen auch nicht ernst genommen fühlen, weil sie sind eben keine Kinder, die mit einer Playmobil-Figur ihr Problem gelöst bekommen haben wollen, sondern eben den genauso ernst genommen werden wollen wie nicht behinderte Fahrgäste eben auch. Und im Zweifel kann so ein Avatar einem auch die Frage nicht beantworten, weil es einfach vorprogrammierte wahrscheinlich Antworten sind. Aber wenn es dann um eine individuelle Rückfrage geht, dann gibt es dafür kein Angebot. Und ich bin selber Podcaster, ich mache sehr viele Podcasts und bin natürlich total begeistert von der künstlichen Intelligenz, die uns dabei hilft, zum Beispiel Zusammenfassungen von Texten zu machen oder Audiospuren zu transkribieren. Und ja, mit Whisper AI oder ähnlichen Technologien gibt es inzwischen wirklich gute Transkriptionssoftware, die um den Faktor 10, wenn nicht gar 100, besser ist als die YouTube-automatisierten Untertitel. Aber es ist eben noch nicht gut genug. Und da gibt es immer noch viele Fehler, die man auch händisch dann ausmerzen muss. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, mit der Digitalisierung uns selbst aus der Verantwortung zu nehmen, um zu gucken, stimmt das überhaupt, was da übersetzt und transkribiert wurde, und nicht einfach zu sagen, ja, aber wieso, wir haben es doch hier durch die KI gejagt. Weil am Ende des Tages, und wir haben das jetzt in der Corona-Pandemie auch sehr stark gemerkt, am Ende des Tages ist es oft so, dass als die Corona-Pandemie war und SchülerInnen und Eltern gezwungen waren, Homeschooling zu machen, das natürlich auch für einige Menschen mit Behinderung eine Erleichterung war. Sie hatten dann vielleicht weniger Probleme mit der Mobilität, weil sie ja am Computer aus mitmachen konnten. Vielleicht konnten auch Kinder, die in der Schule eher gestresst waren, zu Hause mehr Ruhe finden, um auch virtuell lernen zu können. Aber da fehlten dann zum Beispiel auch die GebärdensprachdolmetscherInnen oder die Untertitel oder die Bildbeschreibungen, die man sonst in einem Klassenraum leichter hätte herstellen können, wenn die Lehrkraft einem das nochmal bildlich erklärt hätte, was, wenn man blind ist, vielleicht nicht sieht. Und was inzwischen dazu führt, ist, dass ich mehrere Eltern schon mit mehreren Eltern gesprochen habe, die mir erzählt haben, dass die Schule ja so tolle Erfahrungen gemacht hätte mit der Digitalisierung und das wäre doch toll, wenn das Kind mit Behinderung in Zukunft nur noch zu Hause am Unterricht teilnimmt, von zu Hause aus.
mit Zoom oder Microsoft Teams oder was auch immer, und dann nicht zur Schule kommen braucht. Dahinter steckt aber auch die Gefahr, dass wir die Digitalisierung und das Internet zu einer Art digitalen Katzentisch machen. Also dass wir uns gesellschaftlich der Frage dann auch entziehen, wenn wir sagen, ja, dann braucht die Schule keinen Aufzug, weil die SchülerInnen können ja virtuell mitmachen. Aber es ist trotzdem was anderes. Behinderte Menschen sollten immer die Wahl haben, wie sie an etwas teilhaben, ob vor Ort oder digital. Und das sollte ihnen überlassen sein und nicht mangels Alternative sie dazu zwingen, dann eben nur die digitale Version zu nehmen. Weil wir wissen, dass in Klassenräumen oder auch in Lehrräumen natürlich auch noch viel mehr passiert als das, was durch eine Kamera auffindbar ist. Da werden Spickzettel geworfen, da wird gelacht, da werden Witze erzählt. Und da entsteht ja auch eine ganz eigene Dynamik in der Gruppe, die virtuell gar nicht erkennbar und absehbar ist. Und dass sowas gesagt wird von Pädagoginnen und Pädagogen, dass Elektroladesäulen zu Tausenden tagtäglich gebaut werden, die nicht barrierefrei sind für behinderte Menschen. Und dass es anscheinend auch zu wenig Menschen mit Behinderung an Universitäten und in der Lehre gibt, die den Ingenieurinnen oder angehenden Ingenieurinnen sagen, hört mal Leute, ein treppensteigender Rollstuhl ist vielleicht jetzt nicht so die geile Idee. Zeigt auch, wie wenig behinderte Menschen überhaupt auftauchen in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, durch Barrieren, durch bauliche Barrieren, durch bürokratische Barrieren, aber vor allem, und das ist auch so ein bisschen mein Appell, durch fehlende gesetzliche Verpflichtung. Es ist scheinbar völlig okay für die Installateurinnen von Elektroladesäulen, für E-Autos, dass die nicht barrierefrei sind. Und das, obwohl nach dem European Accessibility Act, das Deutschland auch unterzeichnet hat und auch für Deutschland gilt, Automaten ab 2025 komplett barrierefrei sein müssen. Barrierefrei bedeutet für blinde und gehörlose Menschen nutzbar. Und jetzt streiten sich die Juristinnen und Juristen, ob eine Elektroladesäule ein Automat ist oder nicht. Gute Frage. Und diesen Streit würde es gar nicht geben, wenn wir aufhören würden, immer nur in bestimmten Sektoren darüber nachzudenken, ob wir da Barrierefreiheit brauchen oder nicht, sondern dass wir grundsätzlich sagen, jedes Ding, das öffentlich nutzbar ist, jedes Ding, das potenziell von einem Menschen mit Behinderung auch benutzt werden kann, sollte auch barrierefrei sein. Das heißt, wenn wir einen Kinosaal bauen, dann reicht es nicht, zwei Rollstuhlplätze zu installieren und sagen, hurra, wir haben Teilhabe geschaffen für behinderte Menschen, sondern wir müssen uns gleichermaßen auch die Frage stellen, warum Schauspielschulen beispielsweise so wenig SchauspielerInnen mit Behinderung ausbilden. Warum gibt es eigentlich kaum SchauspielerInnen mit Behinderung in den Medien und warum ist es völlig okay, dass man nicht behinderte SchauspielerInnen wie zum Beispiel Tom Schilling in einen Rollstuhl setzt und einen Behinderten spielen lässt? Das heißt, die Thematiken sind groß, es gibt viel zu tun. Und ich bin kein Freund davon, um es jetzt vielleicht mal ein bisschen polemischer zu sagen, ich bin kein Freund davon, weiterhin zu sagen, wir müssen Vorurteile abbauen, wir müssen Ängste beseitigen, wir müssen die sogenannten Barrieren in den Köpfen senken bei den nicht behinderten Menschen, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass irgendjemand da draußen Angst vor dem Thema Behinderung hat. Es geht vielleicht darum, dass er oder sie nicht weiß, wie in einer bestimmten Situation richtig umgegangen werden sollte. Und das ist verständlich. Wir haben das einfach nie gelernt, weil behinderte Menschen im Alltag, in unserem Alltag, so gut wie gar nicht auftauchen. Und genau da muss man ansetzen, dass man quasi sagt, wir brauchen Orte der Begegnung. Wir müssen Begegnungen ermöglichen. Und da sind Schicksalsgemeinschaften wie Kindergärten, Schulen, Parks, Kinos, Theater, aber auch Hochschulen, Universitäten und der gesamte Bildungsbereich, wo ich als TeilnehmerIn keine Wahl habe, wer noch teilnimmt. Das meine ich mit Schicksalsgemeinschaft, dass diese Schicksalsgemeinschaften, wir sind aufgrund des gleichen Interesses, der gleichen Notwendigkeit in diesem Raum zu dieser Zeit,
und machen diese eine Sache, nämlich zum Beispiel Lernen, dass dort eben auch Vielfalt gelebt und gemacht wird. Und das gilt natürlich nicht nur für behinderte Menschen. Wir erleben ja auch gerade, dass in MINT-Fächern zu wenig Frauen teilnehmen und auch eingeladen sind, mitzumachen oder sich auch gar nicht angesprochen fühlen. Oder People of Color ebenfalls sich in vielen Kategorien nicht angesprochen fühlen und auch nicht mitgedacht werden, zum Beispiel in der Medizin, dass das Thema natürlich sehr, sehr breit gedacht werden muss, gar keine Frage. Und das ist das, wofür ich kämpfe, das ist das, wofür ich streite. Und ich lade jeden von Ihnen und von euch ein, wenn Sie was mit dem Thema Behinderung machen wollen, fangen Sie einfach an. Aber fangen Sie vor allem an, von Anfang an mit behinderten Menschen in den Dialog zu treten und zu gucken und auch mal so einen Realitätscheck zu machen. Ist das etwas, was die Menschen wirklich brauchen? Oder habe ich mir das nur vorgestellt, was die Menschen mit Behinderung brauchen könnten? Und ich habe Design Thinking studiert an der Uni Potsdam. Und da gibt es ja zwei große Lehren und zwei großen Prinzipien, die mich seitdem auch sehr stark begleiten und auch ehrlich gesagt begeistern. Die eine Lehre ist, der oder die Nutzerin haben immer recht. Also ganz egal, was der Ingenieur, der Produktdesigner, der Produktmanager in sich überlegt hat, wenn die NutzerInnen das nicht akzeptieren, dann hat man halt falsch kommuniziert oder falsch entwickelt. Und die zweite sehr wichtige Design-Thinking-Erkenntnis ist, also scheitere so früh und so oft du kannst. Weil wir lernen nur aus Fehlern, größtenteils aus Fehlern. Und je früher wir diese Fehler machen und je früher wir die Lernkurve starten, aus den Fehlern zu lernen, desto günstiger ist auch der Erfolg. Stellt euch vor, ihr arbeitet 7 Jahre auf einem treppensteigenden Rollstuhl hin, weil das ist Ingenieurs Großleistung, und dann sagen behinderte Menschen, nee, ist scheiße. Habt ihr 7 Jahre eures Lebens umsonst gearbeitet, obwohl ihr eigentlich was Gutes machen wolltet. Wenn ihr von Anfang an behinderte Menschen einbezogen hättet, dann würdet ihr wahrscheinlich auch relativ schnell merken, dass der treppensteigende Rollstuhl vielleicht eine geile Ingenieursleistung sein kann, aber nicht unbedingt die Teilhabe behinderter Menschen verbessert. Genauso wenig übrigens wie das Exoskelett. Exoskelette werden ständig damit beworben, dass querschnittgelähmte Menschen irgendwann wieder laufen können. Mag sein, aber wir wissen aus der Psychologie und aus der Forschung, dass jemand, der querschnittgelähmt wird durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung, 3 bis 5 Jahre braucht, um das gleiche Lebensglück zu empfinden oder mehr wie vor der Erkrankung oder dem Unfall. Das heißt, wir glauben viel zu oft, dass wir Behinderung wegmachen müssen, dass wir Behinderung neutralisieren müssen, therapieren müssen. Kinder mit Behinderung werden gequält, zur Therapie zu gehen, um möglichst normal zu sein für die Mehrheitsgesellschaft. Aber ich kenne super viele Kinder, die beispielsweise einarmig oder einbeinig aufwuchsen und dann eine Prothese tragen mussten, weil ihre Eltern oder die Ärzte das wollten. Und sobald sie dann vollmündig waren und für sich selbst entscheiden konnten, haben sie die Prothese weggeschmissen. Das heißt, wir müssen viel mehr personenzentriert denken, viel mehr gucken, was brauchen die Menschen, und viel weniger über Normalisierung nachdenken. Ich hoffe, es kam ungefähr rüber, was ich sagen wollte. Digitalisierung alleine ist nicht der Heilsbringer, sondern es ist wie jede andere Technologie, kann sie zum Guten wie zum Schlechten eingesetzt werden. Das können wir mit Strom genauso machen, ja, wir können damit Licht machen, aber auch den elektrischen Stuhl. Atomenergie ist auch ganz schrecklich in bestimmten Situationen, kann aber auch vielleicht helfen, bei bestimmten Therapieformen mit Strahlen zu arbeiten. Was ich damit sagen will, ist, es ist nie nur gut oder nur schlecht, es ist neutral. Und entscheidend ist, und das wird auch mit der KI so sein, was wir daraus machen. Vielen Dank. Ja, wir sagen danke für diese vielen Impulse und die wirklich
Eindrucksvolle Sensibilisierung nochmal von deiner Seite für das Thema. Es sind auch ziemlich viele Fragen gekommen und ich würde gerne direkt losschießen. Nochmal zurück zu dem Projekt, was du beschrieben hattest, wo du dir wünschst, dass behinderte Menschen mehr integriert werden, auch bei einer Projektentwicklung. Da kam eine Frage. Das sind sehr wichtige und wahre Aspekte. Ich finde es immer wieder sehr schwierig, dass unter dem Begriff Behinderte eine sehr diverse Menge an Menschen zusammengefasst wird. Neben sichtbaren Einschränkungen gibt es sehr viele Menschen mit unsichtbaren. Oft trauen die sich aber gar nicht, ihre Einschränkungen anzugeben oder zu thematisieren. Wie bekommen wir das gut hin, dass wir mit allen über das Thema in den Austausch kommen? Welche Erfahrungen hast du dazu? Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, Personal zu finden in Organisationen, in Unternehmen oder auch BewerberInnen, natürlich Behinderung für viele also Menschen mit Behinderung oder mit Einschränkungen oder Erkrankungen, die diese Behinderung auch verstecken können, die oft lieber verstecken oder geheim halten, aus Angst vor Stigmatisierung und aus Angst vor vielleicht auch Nachteilen. Und da hilft es oft, eine Kultur zu starten, die nicht nach Behinderungen fragt, sondern nach Barrieren. Also dass man sagt, auf welche Barrieren stoßt ihr im Alltag? Ohne dass die Leute sich nackig machen müssen in Form von Diagnosen. Und da wird man feststellen, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, die auch nicht diagnostizierte Menschen dann als Erleichterung empfinden. In der Behindertenbewegung gibt es den Spruch, dass es keine Barrierefreiheit gibt, die einem Menschen ohne Behinderung je geschadet hat. Also Aufzüge, Untertitel, Zwei-Sinne-Prinzip sind alles Dinge, die man schon lange weiß und die auch schon immer das Leben von nicht behinderten Menschen erleichtert haben. Und dass Behinderung auch immer im Wandel sich befindender Status ist, aus verschiedenen Gründen. Also wir, früher oder später haben wir alle mal eine Behinderung. Als Kinder haben wir einen Vormund, wir haben Eltern, die Dinge für uns entscheiden oder für uns erledigen, weil wir als Kinder das noch nicht können oder nicht verstehen oder begreifen. Dann haben wir vielleicht ein Alter von 14 bis 45, wo wir sagen können, okay, ich bin körperlich in der Lage, die Dinge selbst zu bewältigen, die mir im Alter widerfahren. Aber dann mit 45 fangen wir an, wieder Behinderungen zu bekommen, nämlich Knie tun uns weh, wir sehen schlechter, wir hören schlechter. Das ist ja eine Ebene. Es gibt dann, wird dann gesagt, von sogenannter temporärer Behinderung. Es gibt nicht die Unterscheidung zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, sondern es gibt Menschen mit zeitweiser Nichtbehinderung. Mhm. Und das ist eine ganz neue Perspektive. Familien mit dem Kinderwagen wissen, wie wichtige Aufzüge sind oder abgesenkte Bordsteine. Und die andere sehr interessante Dimension, die mir neulich erst klar wurde, als ich beim Hörgeräteakustiker vor der Tür stand, ich bekam vor ein paar Monaten die Diagnose, dass ich schwerhörig bin. Und ich sollte mich jetzt mal um Hörgeräte kümmern. Und ich stand vor dem Hörgeräteakustiker und habe mir die Frage gestellt, gehst du da jetzt als Patient rein oder gehst du da als jemand rein, der sich für Technologie, Digitalisierung und Innovation interessiert? Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Ich habe gedacht, nein, ich möchte verstehen, was die Technologie für Hörgeräten ist und möchte den geilsten Scheiß in meinem Ohr haben. Das war so meine Idee. Und habe einen super tollen Hörgeräteakustiker gefunden, der witzigerweise auf meiner Wellenlänge war, weil er auch Technik mochte. Und er erzählte mir, dass wir jetzt gerade in unserer Zeit den Moment haben, dass die Hörgeräte alle 5 Jahre eine Revolution durchmachen. Also die technologische Geschwindigkeit in der Hörgerätebranche ist so schnell geworden, dass all das, was wir mit Hörgeräten verbinden, dass sie immer piepen, dass die Batterien leer sind, dass sie schlechten Ton machen, eigentlich seit mindestens 5 Jahren ausgemerzt ist. Mhm. Meine Hörgeräte halten 24 Stunden. Der Sound ist super, wir haben Bluetooth, ich kann nebenbei Deutschlandfunk hören und ihr würdet das gar nicht mitkriegen. Also es gibt schon auch Features, die geil sind. Aber der Hörgeräteakustiker sagte zu mir, und das fand ich ganz spannend, dass die AirPods von Apple oder die Samsung Earbuds oder wie die alle heißen, die Beans und die Google Earbuds, dass die alle inzwischen eine Funktion haben, die nicht nur Noise cancelt, sondern auch Geräusche verstärken kann. Und damit haben sie letztendlich den Markt der Hörgeräte betreten.
Und auf einmal macht das Hörgerät, wie wir es kennen, die gleiche Reise durch wie die Brille. Die Brille war früher eine Sehhilfe für sehbehinderte Menschen. Und inzwischen ist sie für viele Menschen ein Accessoire geworden. Und genau das Gleiche wird mit Hörgeräten passieren. Genau das Gleiche passiert übrigens mit Elektro-Tretrollern und Scootern, Elektro-Fahrrädern. Das sind alles Technologien, die eigentlich aus der Elektro-Rollstuhlbranche kommen und jetzt aber für den Mainstream geil gemacht werden. Und ich lade wirklich dazu ein, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann werden wir merken, es ist egal, wie schnell jemand läuft oder nicht läuft. Wir müssen einfach überlegen, wie wir die gleichen Geschwindigkeiten bekommen, zum Beispiel mit anderen Hilfsmitteln. Und darüber werden wir auch weiter nachdenken. Wir könnten dir Stunden weiter lauschen und zuhören. Leider ist unsere Zeit schon wieder rum. Raul, das war wahnsinnig wertvoll. Danke für diese vielen Impulse. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bleib dran, wir freuen uns, weiter zu verfolgen, was du anstößt. Super, vielen Dank für deine Initiative, Raul. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und wir machen hier gleich weiter in 5 Minuten mit unserer nächsten Keynote. Dann geht es ums transformative Lernen, dem Sinn ein Leben geben. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Bis gleich.